Okay, genug davon. Genug Musik. Ich liebe dieses Feature von Starbound. So, wir brauchen immer noch 4 Kupferbarren, das heißt 8 Erze. Das hatte ich beim letzten Mal nämlich falsch gemacht. Naja, das sollte sich aber an sich machen lassen. Außerdem Manipulator-Modules brauchen wir sowieso jede Menge. Und wir haben festgestellt, wir brauchen den Teddy nicht kaufen, sondern den können wir uns hier an unserem lustigen Teil selber basteln. Und dafür brauchen wir Woven Fabric, die machen wir aus Plant Fiber und Cotton Wool, dafür brauchen wir Cotton, die haben wir. Cotton Wool brauchen wir 4. 3 Stück pro Teil, also 3 mal 4, 12 Cotton Wool. 3 haben wir schon, 9. 9 Wolle, jede Menge Fabric, Plant Fibers und 8 Kupfer. Na dann, gehen wir mal auf unseren Anfängerplaneten runter und gucken, dass wir das alles zusammenkriegen. Als er in sein Verderben rannte. Es ist natürlich wieder Nacht. Na klar. Oh, da haben wir schon mal ein bisschen Cotton, ein bisschen Baumwolle. Fupp. Hallo, ihr Viecher. Aua. Viechzeug, blödes. Keine Chance mehr. Ich habe jetzt eine Riesenaxt. Haha. Was rennt der denn hier durch die Gegend wie verrückt? Mann. Mistviecher des Nachts wieder unterwegs hier. Das ist halt so ein Feature von Starbound. Auf dem Planeten ist tagsüber sind schwächere Monster unterwegs und nachts sind es etwas stärkere. Aber die neue Axt tut schon ihren Dienst. Muss man ihr ja lassen. Die Bäume sind hübsch, die will ich haben. Proffels, da hier diese kleinen Knubbels, das sind Baumsamen. Auf dem Planeten, wo man dann später sich häuslich niederlässt, kann man dann also invasive Baumspezies auch noch einbauen und das ganze Ökosystem durcheinander bringen, was man halt so macht, wenn man auf fremden Planeten siedelt. Na, hier wollen wir heute ausnahmsweise nicht hin, danke. Ui, das ist aber ein Dicker. Was willst du? Kriegst du wieder ein Ei? Hab dich im Auge. Ha! Wusste das doch. Nachtvogel. Aua. Ma. Viechzeug. Haut ab. Lässt ja nur ein paar Pixel fallen. Tess. So, Baumwolle. Wir haben noch nicht genug Baumwolle. Wir haben gerade mal 4. Heißt, wir werden wahrscheinlich nicht umhin kommen. Ja, das machen wir jetzt. Also zum einen ist mir aufgefallen, ist er doch sehr klein. So, jetzt kann man mich ein bisschen besser sehen. Außerdem brauchen wir ein bisschen Erde. Nur ein bisschen, nicht viel. Nicht viel, nur ein bisschen. Wofür werdet ihr gleich sehen? Na, das kann ich ja nicht stehen lassen hier. Das sieht ja aus, als würde es keinem gehören. Das wollen wir nicht. Das gibt es nicht und das sieht nicht aus. So, jetzt wird Collections. Nein. Beam up. So. Wir brauchen Holz. Holz. Timber. Kann ich hier? Nein, aber hier vielleicht? Nein. Wooden Workbench. 3 von 10 Timber. Gut, wir brauchen erstmal noch ein bisschen Timber. Ja, nicht okay. Ganz so viel dann doch nicht. So. Brrrt. 100 Timber. Damit kommen wir doch schon mal eine ganze Ecke weiter. Wooden Work. Moment, die hatten wir doch, meine ich. Der Anvil?
Ja, und ein Workbench, wollte ich doch sagen. Irgendwo war die doch. So, hingestellt. Wooden Workbench. Zack. Wooden Hatch. Nö. Equill. Eisen. Copper, Iron, Wooden Chair, Wooden Table, Wooden Sub. Nein, aber gibt's doch gar nicht. Wooden Table. Ja, wo ist das denn hin verschwunden hier? Eisen, Tungsten, Wooden Bed. Iron Spotlight, Tungsten. Kann auch nicht sein. Ach so. Ah, ja, man muss ja nur doof sein. Wir brauchen Wooden Bridge, nein, Plattforms. Dafür brauchen wir. Alles klar, wir gehen da unten kleinen Fiber sammeln. Ich hab's ja verstanden. Ist recht, nehmen wir ja hin. Na, zum Glück lassen die wenigstens angenehmer Zahl welche fallen. So. Ja, haben wir auch noch welche. Nehmen wir auch noch direkt Flux mit. Wenn wir schon mal da sind. Ja, hast du dir gedacht, denkst du dir. Hm? Von wegen, sagt er mir. Von wegen. Wo haben wir denn unseren Dirt? Der arme Dirt. Upp. So, nun aber. Plopp. Plopp. 30 Fibers. Da sind noch mehr. Hops. Hops. Du. Und du. Und du auch. So. Oh, ja, sehr schön. Nehmen wir Schinkengaul und so. So, schwupp. Die, wupp. Warum bin ich eigentlich in den Erdboden runtergekrabbelt, wenn das ganze Zeug hier schon so einfach zu finden ist? Fragt ihr euch sicherlich auch, gerade sind wir ja schon mal zu zweit. Oder zu dritt. Falls meine Mama und mein Papa zugucken, man weiß das ja nicht. Hat ja viel gebracht. So, haben wir. Da wäre noch mehr Fall. Warte, da sind wir schon einmal drum rum. Ist ja ein Ding. Na gut. Dann buddeln wir uns mal hier einen lustigen Eingang. Was jetzt an einem Dreckloch lustig sein soll, weiß ich auch nicht so recht. Aber schadet ja nichts. Hm, hast du meine große Axt gesehen, ne? Weißt Bescheid. Das ist ja gut. Ich wollte das ja nur klarstellen. Deine Kumpels da unten haben das nämlich nicht so eingesehen. So, die noch. Und die noch. Die noch. Und bitte. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Da kommen wir nicht hoch. Haha, stört uns aber nicht. Okay, Plant Fibers haben wir jetzt. Bum, badum, bum, 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 bum. Ja. Dann können wir ja jetzt. Hier.
Wo sind sie? Wo denn? Fibre Platforms. 10 Stück. 10 für ein Fiber. Ja, können wir mal. 20 Stück. Wunderbar. Packen wir jetzt dahin. So, und zwar werden wir jetzt einfach mal hergehen und überlegen, wie wir das am geschicktesten veranstalten. Kann ich die hier machen? Nö. Ja, sieht gut aus. So. So. Und hier haben wir Fries Cotton Seeds. Jawohl. Das ist nicht hoch. Ja. Na gut, okay. Planänderung. So. Dirt. 3, 4, 5, 6. Hier. Auch nicht hoch genug. Ach Mann, das ist jetzt aber ein bisschen unpraktisch. Weiß auch gar nicht, wo ich die dann. Grunzi, kannst du mal da hinten irgendwo. Es war so klar. Schweini! Aufstehen! Miep, miep, miep. Ja, ich hab dich auch lieb, aber jetzt gerade nicht so. Okay, versuchen wir es hier mal. Komme ich dann da noch? Ja, komme ich. Gut, kann ich die da jetzt hinpömpeln? Natürlich nicht, weil ich dumm war. Nein. Nein. Hätten wir. Aber was wir zumindest machen könnten. Ich weiß, werdet ihr wahrscheinlich auch die ganze Zeit gerufen haben, so, Junge, was soll der Blödsinn? So, jetzt können wir hier doch bestimmt, hast du gedacht? Ja, wir brauchen wahrscheinlich, ja, Hunting, Mining, Fiber, also craften wir uns den auch noch. Ist ja nicht ohne Grund da, das Ding. Okay. So. Foraging. Upp. So. Watering Can. Hunting Spear. Fishing Rod. Oh. Autsch. Kupfer. Kupfer ist jetzt nicht so toll. Aber wir haben zumindest schon mal unsere 10 Kupferbarren. Wie viel haben wir denn insgesamt? Ist jetzt mal so eine gute Frage. 11 einen. Heißt, einen haben wir. 4 brauchen wir. Das sind 3, 6 Kupfer. Okay. Outpost. Auf und davon. Tata. Hark the Herald Angels, genau. Jetzt. Klingt furchtbar. Keine Ahnung, was das ist. Macht mal der Tor auf. Das Tor macht hoch, die Tür macht weit. Tag, Chef, ich hab dein Kupfer. Manipulator und 100 nehmen wir doch. Danke. Was hast du denn noch für uns zu tun? My dash tech needs to be properly tested. You mind putting it through its paces on my obstacle course? Talk to me again when you're ready and I can send you there. Okay, ja, alles klar. Tech. Head tech. Body tech. Glick tech. Haben wir noch nix. Nix, was wir da einbauen könnten. Dann machen wir das auch noch eben fertig. So, da sind wir auch schon. Ja, ich weiß.
Hui, hui. Okay. Was hat er denn jetzt vor? Das war jetzt nicht so schwer. Ah. Uiuiui. Ach so. Ja, wir waren mal wieder schlauer als wir. Oh, oh nein. 3 Sekunden. Yes. No. Oh, ich muss es im ersten Anlauf schaffen. Mann. Okay, was ist mit euch hier? 1, 2, 3. Also dasselbe in Blass-Lila, nur... Na, super. Und das, wo ich so gut springen kann. Ja, alles klar, ich gehe ja schon zurück. Ist ja gut, ich hab's verstanden. Ja, schönen Timer haben wir ja auch noch. Hopp, vorbei. Frustrierend. Oh Mann. Hm? Ah, okay, wir müssen also nicht die Zeit abwarten. Na, das ist ja immerhin etwas. Aus, aus. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Oh Mann, nicht zu früh dashen. Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Lass mich hier durch. Boah, das gibt's doch gar nicht. Ich weiß in der Theorie, was er von mir will. Nee. Aha. Oh, Gott sei Dank. Back to the outpost. Yay. Darf ich jetzt behalten? Please keep the tag as a token, sag ich doch, darf ich behalten. Come and see me again when you're ready. Okay. Tech. Body tech. Sprint. Air dash, blink dash, leg tech. Haben wir nicht. Na. Okay, was ist denn noch für uns zu tun? Double Jump. Aber gerne. Moment, was? Ach so. Ja, 10 Silver Bars. 9 von 10 haben wir schon. Ja, ist gut. Also geht's erstmal wieder nach Hause. Was hatten wir noch? Dreadwing, wir lost Teddy. Ja, den Teddy machen wir jetzt mal als nächstes. Gut, dann war das erstmal alles. Ja, dann können wir im Prinzip dann abbauen. Erstmal auf. Wir gehen mal nach unten. Nee, Kupfer brauchen wir immer noch. Nützt alle nichts. Wir brauchen. Oh. Was? Achso, ja.
Deacons an, da haben wir ja schon wieder welches. Das ist doch prima. Also wir buddeln mal hier einfach ein Löchsken. Ein Löchsken. Ich brauche dieses Upgrade. Jetzt würde Lord Helmchen jetzt sagen, wahnsinnige Geschwindigkeit. So, könnt ihr mich auch noch sehen. Das war nämlich das andere Problem. Dass das immer so dunkel war in der Höhle. Weil ich schon so vergessen habe, Fackeln aufzupacken, einzupacken und aufzubauen. Kohle nehmen wir mit. Packen wir alles ein. Ist egal, kann man alles brauchen. Nein, ich weiß auch nicht wofür, aber Hauptsache wir haben sie erstmal. Wegschmeißen kann man es immer noch, würde meine Oma jetzt sagen. Hi ho, hi ho. Das Graben macht uns froh. Das Graben macht uns froh. Naja, was tut man nicht alles für ein bisschen Kupfer? Also ich bräuchte tonnenweise Kupfer, aber ich komme an diesem ollen Planeten ja nicht runter. Ohne den Double Jump, Double Jump, nützt es uns ja auch nichts, einfach mal so große Flächen nach unten zu buddeln. Weil, dann kommen wir ja nicht wieder nach oben. Haben wir auch nichts bei gewonnen. Ich liebe Matsch. Warum? Weil man da so schön durchbuddeln kann. Okay, aber jetzt könnte es ein wenig düsterer werden. Wenn, wie ihr hört, die Musik ist vorbei. Wir kommen auf der Höhlenebene an. Das bedeutet, es wird dunkler. Ja, kein Licht mehr. Stärke kann ich. Ja, aber nur. Ach, ja, okay. Aber hier, zack. Dilli, dilli. So, das haben wir schon mal. Wo haben wir sie drin? Da haben wir sie drin. Da. Nee. Machen wir mal. So machen wir das. Kann ich nämlich hier plock zumindest ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich will doch nur ein bisschen Kupfer haben. Ich habe schon Startplaneten gehabt, da bist du quasi drüber gestolpert. Hier musst du bald den Designer bestechen, damit du überhaupt was... ist das tief? Nein, ist nicht tief. Da irgendwas, da irgendwas. Ui, da geht es nochmal nach unten, ist ja auch prima. Na, nicht so aggressiv. Nicht so aggressiv. Was ist das für ein Viech? Weiß keiner so recht. Ist egal. Gehen wir erstmal hier den Tunnel lang. Gucken wir mal, was wir da finden. A whole whopping nothing. Gut, nehmen wir das Eisen mit. Und schon sonst nichts. Ist ja grandios. Okay, dann bleibt uns ja nur hier der Seitentunnel. Ich bin übrigens ein großer Fan des Soundtracks von Starbound. Lob und Anerkennung an den Macher. Kupfer, Kupfer, oh. Kupfer, 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 Kupfer.
Yay! Oh nee. Gib, 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 gib. Lecker, lecker, lecker. So, was haben wir denn hier jetzt? Na. 5. Das reicht nicht mal im Ansatz. Sehr schön. Bup. Bup. Noch mehr Kupfer. Gib mir all dein Gold, Kupfer. Seht ihr, den Hintergrund ändert sich dann nämlich auch. Was bedeutet, man ist auf der Höhlenebene. Das nächste darunter ist dann die... holy crap. Die. Hat ja super funktioniert. So, jetzt sehen wir zumindest, wo wir nicht hinwollen. Aua! Ja, genau, da wollten wir nicht hin. Verdammt. Ach, ich und meine vorlaute Klappe. Lalalala. Da sehe ich noch ein bisschen Kupfer. Kupfer, sehr schön, nehmen wir alles mit. Nehmen wir. Können wir ja nichts, kennen wir da. Reichweite ist auch nicht schlecht, ja? Das denkt man in solchen Momenten dann immer wieder. So, was war das? Teer. Lecker. Brauchen wir nicht. Das ist Silber. Ja, Silber brauchen wir auch für den Professor und seinen Double Jump, wenn ich das richtig verstanden hatte. Ne. Okay. Dann. Upp. Tata wollte ich mir nur angucken, was das ist. Was ist denn das? So. Holen wir mal den Dreck raus. So. Throwing Bones und Packed Bones. Aha. Das ist ja super. Ich wollte ja schon immer mal Knochen durch die Gegend schmeißen. Ja, wunderbar. Nehme ich. Kannst du knicken. Lässt ja niemand was fallen, Herr Schlumpf. Okay, also zumindest diese Höhle wollen wir ja jetzt mal eben also hier durchgucken. Einen Moment. So. Zack. So, so langsam. Aufnahme beenden. Schon wieder eine halbe Stunde dran. Und ja, deswegen war ich gerade im Menü, weil ich Schussel vergessen habe, meine Uhr zu stellen. Und natürlich nimmt ausgerechnet diese Höhle jetzt kein Ende. Oder? Doch, tut sie. Na, immerhin etwas. Gut, wir bauen jetzt hier den Kram noch ab. Kohle her. Rück die Kohle raus. Die Kohle raus. Kohle raus. Kupfer. Dann kann ich ja jetzt nicht nee sagen, ne? War gar nicht so tief.
Knochen, Knochen, logisch Knochen. Oh, Kupfer. Ja, nee, lassen wir jetzt mal gut sein hier. Knochen können wir ein andermal uns raussuchen. Holen jetzt noch ein bisschen die Knochen hier raus. So, und da drüben war irgendwo Kupfer. Okay, ja. Das macht das Spiel mir aber absichtlich schwer. Das ist gemein. Na, 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 na. So und so und so und hier die drei. Das ist Sand, das ist nix. Okay, dann holen wir uns hier nur das Silbervorkommen weg. Weil das wäre ja sträflich, wenn ich das jetzt hier stehen lassen würde. So, jetzt haben wir dann glaube ich auch genug für den Teddy. Okay, ab nach oben. Was wir das andere Projekt brauchen, über das ich nachgedacht habe. Also erstmal gucken hier. Teddy. Teddy brauchte. Nee, Teddy. Ja, Platz hier, Schweini. Schweini, du bist im Weg. Du bist immer im Weg, Schwein. Merkst du das? Husch. So. Teddybär. Cottonwool. Haben wir eh nicht noch für. Okay. Bringt also noch nichts. Shirts brauchen wir nicht. Färbe brauchen wir auch nicht. Wir brauchen Silberbahn und Kupferbahn. Silber. 18 Stück. Wenn wir so viel Kupfer mal gefunden hätten, das wäre mal toll gewesen. Ja, immerhin. Okay. Kann man ja jetzt mit leben, ne? Muss man ja jetzt auch mal sagen. So, Foraging. Ho, String, das war hier. String, Landfiber, Craft. Ho, Hö. Zack. So, jetzt ab nach unten. Was machen wir jetzt noch eben? Wupp. So, wir gehen jetzt einfach mal hier rüber. Hier sieht das doch ganz schick aus schon. Ein bisschen Dirt. So. So, so. Wo ist die Höhe? Da ist die Höhe. Höhe ausrücken, Hacker. So, jetzt gucken wir uns die da. Aha, da kommt doch Freude auf. Eins, zwei. Zwei, habe ich gesagt. Okay, so, zwei Stück. So, die können jetzt nämlich wachsen und wir holen uns da drüben. Da ist es schon gewachsen. Na, guck mal an. Macht kein Blödsinn mit mir jetzt hier. Passt hier nicht rein. Das finde ich ja sehr praktisch. So, den einen Seed holen wir uns jetzt direkt mit. Dann können wir den nämlich auch noch eben einpflanzen. Zack, die Bohne. Wunderbar. Sehr schön. Das wären die drei. Ab nach oben. So. Bitte, bitte, bitte. Das haben wir alles. Wooden Workbench haben wir. Spinning Wheel. Furnace haben wir. Foraging Table und Anvil. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Und das ist alles da. Achso, was braucht denn der ganze Kram? Eisen. Woven Fabric und String. 5. Also 5. 8. 10. 10 Eisen. Und der will schon Tungsten haben. Okay, 10 Eisen haben wir. 5. 10. 12 woven fabrics. 12. Upsi. Ja, der kann auch mit der Nähmaschine umgehen, der Junge. Zack. So, dann solltest du jetzt an sich. Was?
Achso, ein String. Ja, gut, ein String kriegst du auch noch. String. Eine Brustplatte. Eine Hose. Hose, wahrlich Hose. Zack. Und ein Helm. Sehr schön. Schaut 4,7. Jo. Die Klamotten, die ziehen wir jetzt auch sofort an. Sofern ich sie finde, ist das da. Peasant Shirt, Peasant Trousers. So, Jungs, da sehen wir doch schon. Da machen wir doch was her, machen wir, ne? Puff. Macht das irgendeinen Unterschied? 150 Attack. Also müssten wir jetzt quasi 16,5 Schaden machen. Theoretisch. Sehe ich das richtig? Ist erstmal egal. So. Gut. Das war's dann auch für diese Folge. Es ist nämlich Zeit für mich. Ist ja schon spät für einen alten Mann wie mich. Wir sehen uns. Schweini. Okay, wir sehen uns also beim nächsten Mal. Tschüss.